Hallo! Heute möchte ich mit euch meinen Lieblingskuchen backen, und zwar eine Donauwelle. Ich habe da schon mal alles hergestellt. Wir brauchen 6 Eier, 250 Gramm Rahme, ein Glas Kirschen, 250 Gramm Zucker, 350 Gramm Mehl, 2 Esslöffel Kakao, ein Backpulver und ein Vanillezucker. Und dann fangen wir mal an. Habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Ich mache das heute alles alleine mit meiner super tollen Kamera, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Gut, wir beginnen mit den Eiern und dem Zucker. Und schlagen das Ganze. So, das Ganze ist jetzt schön schaumig. Jetzt kommt als nächstes die Rahme rein. 250 Gramm, also eine halbe. Und das wird jetzt auch schön reingerührt, dass es schön cremig wird. So, das reicht jetzt schon. Jetzt kommt als nächstes das Mehl rein. Auf das Mehl kommt der Puderzucker. Auf das Mehl kommt der Vanillezucker und das Backpulver. Und dann wird's verrührt. So, der Teig schaut schon mal ganz gut aus. Den Rührer brauchen wir gleich nochmal. Jetzt habe ich hier ein tiefes Soßenblech, seht Backpapier rein. Habe es vorher mit Rahm ein wenig angefettet, damit das Backpapier schön hält. Und jetzt kommt der halbe Teig. Kommt jetzt schon mal in das Blech. Und dann wird der Rest mit Schokolade. Noch gefärbt bzw. geschmacklich geändert. Jetzt schön dünn verstreich. Überall was hier kommt. Unser Kakao da rein und es wird jetzt nochmal schön gemixt. So. Sieht schon ganz gut aus und das verteilen wir jetzt auf unserem weißen Teig. Den Ofen habe ich übrigens schon vorgeheizt, bis er gleich warm ist und ins Blech reinkommt. So, dann nehmen wir wieder einen Löffel und verstreichen das ganze Ring, dass überall auf die Schokolade hinkommt. Jetzt kommen die Kirschen. Die habe ich vorher abgesäuert und die werden jetzt einfach verteilt. Was das Schöne an dem Kuchen ist, ihr habt nicht nur einen trockenen Kuchen. Die Kirschen, die machen das Ganze sehr saftig und die Creme drauf natürlich dann auch sehr schmackhaft und cremig. Da braucht man ja keine Sahne. Wobei ich eigentlich Sahne überhaupt nicht zum Kuchen mag. Finde ich unnötig. So, die Kirschen drücke ich ein bisschen rein. Aber die verschwinden dann eh gleich. Na, die sieht ja schon lecker aus. So, das Ganze kommt jetzt für ca. 30 Minuten bei 160 Grad in den Ofen. Bis gleich. So, unsere Donauwelle ist jetzt abgekühlt. Die habe ich über Nacht stehen lassen. Dann brauchen wir jetzt für die Creme geschlagene Sahne, Mascarpone 500 Gramm, 500 Gramm Speisequark, Vanillezucker, Vollmilch- und Zartbitterschokolade, 50 Gramm Zucker und einen Spritzer Zitrone. Die Sahne habe ich schon mit Sahnesteif und ein Päckchen Vanillezucker aufgeschlagen, wie ihr sehen könnt. So, die Schokolade stelle ich in der Zeit schon mal auf dem Herd im Wasserbad, dass sie gleich flüssig ist. In die Schokolade könnt ihr auch etwas Palmin reintun, damit es schön flüssig wird. So, wir beginnen mit dem Mascarpone. Dann kommt der Speisequark rein. Ihr könnt alles gleich reinhauen, also die Sahne. Und es wird jetzt schön verrührt miteinander. Und so ein Spritz Zitrone habe ich vergessen. Und jetzt mache ich die Sahne dazu. Und die wird jetzt untergehoben. Wenn ihr die Masse jetzt gut verrührt habt und gut abgeschmeckt habt, natürlich immer probieren, euer Zeug, was ihr macht, dann könnt ihr es auf den Kuchen schmieren. Okay, jetzt fehlt nur noch unsere Schokolade. Gut, die Schokolade ist flüssig. Ich habe ein paar Palminflocken mit rein. Seht ihr? Und jetzt schütten wir es vorsichtig drüber.
kurz abkühlen lassen, damit es dann ganz heiß auf die Schokolade kommt. Und wie schon gehabt, wieder schön verstreichen. Und da wir ja eine Donauwelle haben, haben wir jetzt diese Teigkante. Und dann machen wir jetzt schöne Wellen rein. Gut. Das Ganze kommt jetzt für 2 Stunden in den Kühlschrank, bis die Schokolade schon hart ist und dann könnt ihr sie essen. Dann bis gleich. So, und so sieht die Donauwelle dann fertig aus. Lecker, oder? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Tschüss!